Leute, das Auslandssemester von mir ist ja schon wieder fast vorbei. Ziemlich krass. Jedenfalls mache ich mich mal auf den Weg und frage die anderen deutschen UAS-7-Studenten, was sie denn so von dem Auslandssemester halten, wie es ihnen so ergeht und ob sie es weiterempfehlen würden. Ja, ich bin Manuel, ich komme aus Bremen und studiere Dualmaschinenbau. Mein Name ist Kerem, studiere BWL an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Ich bin Ruben und ich studiere Technische Informatik an der HW Hamburg. Also wie ihr ja alle wisst, bin ich die Mona. Ich studiere Bauingenieurwesen und zwar in Köln. Ich habe mich am Anfang meines Studiums bei uns im International Office erkundigt und bin dort in einen E-Mail-Verteiler gelangt für einen USA-Austausch. Und letztendlich habe ich dann über eine E-Mail über das Austauschprogramm erfahren. Tatsächlich wusste ich bis zum dritten oder vierten Semester noch nicht Bescheid über das ganze Angebot, was unsere Uni zu bieten hat. Und die haben eine ganz gute Arbeit geleistet, haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe tatsächlich von dem UAS7-Platz für die USA über einen Aushang bei uns im Department erfahren. Ich finde halt, der Campus ist einfach wunderschön und ich finde auch, die Professoren sind super nett. Es macht echt Spaß, mit den anderen zu studieren. Mir gefällt am besten der Campus, die Lage des Campus und dass alles zu Fuß erreichbar ist. Ich würde sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, ist auf jeden Fall die Kultur. Die Kultur der Uni. Also hier hast du so viele Wahrzeichen, so viel Sport, so viel Kultur, die die ganzen Studenten verbindet und es ist unglaublich, was man hier erlebt. Und man wird auch mit reingezogen, also du wirst da nicht ausgeschlossen, wenn du ein Austauschstudent bist, sondern von dem ersten Tag an bist du ein Teil von der ganzen Kultur. Und ich glaube, jetzt so zurückblickend hat mir es am meisten gefallen. Die Vorbereitungen liefen sehr glatt bei mir, dadurch, dass die Uni hier in Pittsburgh einen bei allen möglichen Fragen und in jeglicher Situation unterstützt hat. Mein größtes Problem war tatsächlich die Wohnung hier, also die Unterkunft. Ich wusste zu Beginn nicht ganz, wie ich mich hier zurechtfinden soll in Bezug auf die Wohnung. Aber Visum und Vorbereitung, vor allem die Bewerbung, alles lief perfekt ab. Es ist eine schöne Stadt. Es ist keine riesige Großstadt, aber es hat trotzdem so ein bisschen diesen Charakter von einer amerikanischen Großstadt mit Downtown, was einen so ein bisschen an New York erinnert. Ich finde Pittsburgh super cool. Ich würde sagen, man hat hier einen guten Mix aus Landschaft, aus ein paar ruhigeren Orten und aus Innenstadt. Pittsburgh ist eine schöne Stadt, dadurch, dass sie nicht allzu groß ist, aber immer noch groß genug, um viele interessante Sachen zu erleben. Auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Also ich denke, gar nicht in Bezug auf Visum und so weiter, sondern mehr im Sinne von, was man hier unternehmen mag, wo man unbedingt hingehen will, wo man hinreisen will. Pittsburgh ist ein guter Ausgangspunkt für viele Reisen. Deshalb sollte man sich da bewusst sein, wie viel Zeit man wo verbringen will, was man unbedingt sehen will. Ja, ich vermisse Bremen, vor allem meine Freunde und auch meine Familie. Vielleicht auch ein bisschen das deutsche Essen, aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ja, so ein Franzbrötchen zum Frühstück wäre mal wieder nice. Ich würde alles für einen Döner geben. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es die beste Zeit im Studium ist. Danke! UAS7!